Nach 10 zu 5, heute war mehr drin, oder? Ja, aber also, es ist immer hier zu stehen einfach, aber eins muss man schon mal sagen. Und das kann man auch so zeigen. Also, wir sind überglücklich, dass wir überhaupt in dieser Meisterrunde sind. Und wir haben auch Riesenfreude gehabt am Freitag. Aber die Saison ist eine Katastrophe schlechthin. Also, die Mannschaft ist ein Scheißdreck. Unglaublich. Also, wir können glücklich sein, dass wir überhaupt Achter sind. Aber jetzt müssen wir mal hier wirklich mal anfangen, Eishockey zu spielen. Auch wenn ihr auch 10-5, das ist ja völlig wurscht heute, 10-5. Aber so wie wir Eishockey spielen, dass die Zuschauer kommen zum Eishockey und sehen dann so eine Gülle, schon die letzten 20 Spiele. Also mir tut es echt leid für die Leute, die kommen. Und also so haben wir in der Meisterrunde eigentlich gar nichts verloren. Aber wir haben Glück, wir spielen Meisterrunde und jetzt schauen wir mal, was passiert. Aber wenn wir so weiterspielen, dann hallo Julia. Ja, wir sind einfach kein Team. Das ist einfach ein Scheißdreck. Das, was wir da in der Kabine haben, ist einfach ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck, was wir da spielen. Die ganze Saison schon. Jetzt sind wir Meisterrunde, jetzt kann man das auch mal sagen. Absoluter Scheißdreck. Und wenn das nicht besser wird, dann brauchen sie die Leute gar nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr irgendwo in der Landesliga spielen. Wie wollen wir gewinnen, wenn wir so spielen? Wenn wir so spielen, das ist das ganze Jahr. Das ganze Jahr. Einfach nur Käse, einfach nur richtiger Käse, da braucht man nicht Eishockey spielen. Wir können glücklich sein, dass wir in der Meisterrunde sind, aber so wie wir spielen, ja, dann verlierst du 14 Mal. Das kann ja nicht so weitergehen. Also das ist ja Schmarrn, da muss jetzt jeder wirklich mal zusammenreißen. Das geht so nicht weiter. Also da kriegen wir echt Probleme. Nicht nur mit mir, da kriegt jeder Spieler Probleme. Ist scheißegal, was da passiert, aber so, da kommen 2000 Zuschauer und wir spielen so einen Scheiß. Ja, leck mir am Arsch, ey. Ohne Scheiß, das geht so nicht weiter. Und wenn das keiner versteht, ja, dann räume ich die Kabine auf. Ist mir scheißegal. Jetzt muss man aufwachen. Jetzt haben wir noch 13 Spiele und wenn du so spielst, dann sind wir vor 600 Zuschauern.